Heute zu einer Runde Pen and Paper mit sehr vielen tollen Gästen, die wir gleich nach und nach vorstellen werden. Wir werden nur eine kurze Runde spielen, weil wir jetzt schon 2 Stunden, eigentlich fast 3 Stunden Charaktererstellung hinter uns haben und das mitunter zermürbend ist für alle. Und wir werden nicht so sehr auf den Chat eingehen, weil das einen, denke ich, zu sehr rausbringt. Und die Charaktere sind, wie gesagt, schon erstellt. Ich würde jetzt einmal kurz mit jedem Einzelnen reden und das Setting dieses Abenteuers mit jedem Einzelnen durchgehen, weil das für jeden Einzelnen ein bisschen unterschiedlich ist. Wer ist denn als erstes da? Hallo, hallo, hier ist der Kilian. Sehr gut. Oder mit anderen Worten auch der Fink Veit. Ja, wir spielen mit dem Fantasy Grounds Spielsystem, also beziehungsweise nicht Spielsystem, sondern Spielsystem ist Cthulhu, aber mit dem Fantasy Grounds Programm und hier sieht man schon einige Sachen. Das wird, denke ich, nach und nach klar werden, wie das alles ist. Kilian, stell doch bitte deinen Charakter kurz vor. Also wie schon gesagt, ich bin der Fink Veit. Ich bin 46 Jahre alt und Barkeeper. Ich komme aus Kalifornien, aus Fresno. Ja, das liegt zwischen San Francisco und Los Angeles für die Unwissenden, die nicht wissen, wo das ist. Und ich habe eine eigene kleine Bar, die ich von meinem Vater vererbt bekommen habe, mit ordentlich Stammkunden. Mein Vater ist an Alkoholismus gestorben. Deswegen ist mein Leben auch sehr von dem Alkoholismus geprägt. Und aber ehrlich gesagt im positiven Sinne, ich fühle mich dann meinem Vater dann sehr nah und das stärkt mich. Deswegen findet man mich ehrlich gesagt auch nie ohne eine Molle irgendwo in der Hand. Und ja, ich habe eine Affinität fürs Glücksspiel und ich bin ein kleiner Bastler. Zumindest habe ich mir das im Vorfeld so gedacht. Genau. Das ist so das, was ich dir über mich erzählen kann und möchte. Gut, das Setting für dich, Kilian, ist, dass du deine Bar gerne sozusagen renovieren möchtest bzw. musst. Also das Gesundheitsamt ist dir so ein bisschen auf die Nerven gegangen. Du erfüllst da einige Sachen nicht. Möglicherweise liegt es an den von alkoholischen Getränken triefenden Tresen oder den Ratten, die zwischen deinen Beinen hin und her laufen, als der Prüfer vom Gesundheitsamt die Tür aufmacht. Man Macht weiß es deine nicht Bar so damit ein genau. bisschen schlecht, oder? Möglicherweise ist es auch der Geruch, der miefig und wirklich diesig in der Luft hängt. Aber der Gesundheitsamtprüfer sagt, du musst deine Bar renovieren. Du hast jetzt nicht extrem viel Geld und dir ist schon bewusst, dass eine Renovierung deiner Bar einen Kredit braucht, im Endeffekt. Um diesen Kredit zu kriegen, hast du dich gewandt an einen gewissen Gerald Fraser. Dieser Gerald Fraser ist ein bekannter Bankier aus dem beschaulichen Örtchen Arkham. Und runzelt erst die Stirn und lehnt halt deinen Kredit ab und sagt, das kann er beim besten Willen nicht machen. Aber wenige Tage später kriegst du von ihm sozusagen einen Brief, dass möglicherweise mit dem Kredit doch noch, also dass da doch noch was möglich ist, wenn du dich im Januar 2000, sag ich schon, 1925, das ist nämlich das Jahr, in dem es gerade spielt, bei ihm in Arkham einfindest und mit ihm die Bedingungen für diesen Kredit besprichst und er deutet schon an, dass du ihm bei einer Sache helfen sollst. Ja, genau, das ist dein Exposé sozusagen. Okay, ich habe mir das notiert. Du kannst es dir auch auf die Notes hier notieren, nicht? Kannst ja die eigenen Notes machen. Ja, das stimmt. Das stimmt, das könnte ich tun. Da hast du recht. Ich hab's jetzt ganz alt und ja, es heißt ja auch Stift und Papier, dieses Spiel, ne? Aber ja. Gut, dann kannst du den nächsten schicken. Oder die Okay. nächste. Oder die nächste. Genau. Ja, ihr seht schon, hier kann man viel machen in diesem Fantasy Grounds. Wir kennen uns alle damit nicht aus. Wir spielen alle das erste Mal. Seht's uns nach, wenn wir einige Sachen einfach hier nicht in dem System machen, Hallo. sondern. Hallo, Charlotte. Ja, bitte stell doch mal deinen Charakter ein bisschen vor.
Okay, also mein Charakter ist Millie Miles, 24. Sie ist Museumskuratorin, und hat lange Zeit in New Orleans, gelebt und hat dort auch gearbeitet und ist da aufgewachsen. Und in New Orleans ist sie mit Voodoo in Kontakt gekommen und ist ein ziemlich großer Fan. Sie trägt auch meistens Karten und ein Ouija-Brett bei sich. Und ihr wichtigster Besitz ist ein Schutzamulett. Sie hat mal einen Vogel getötet und innerhalb eines Voodoo-Rituals sich daraus ein Schutzamulett gebaut. Und das hilft ihr auch immer, wenn es ihr schlecht geht, also in psychischer Hinsicht. Ansonsten, also das Voodoo nimmt sie ziemlich ernst. Sie hat auch extra angefangen, Kreolisch zu lernen, um die Sachen richtig aussprechen zu können. Und ansonsten ist sie aber eigentlich eher ein positiv eingestellter Mensch. Ja, ist relativ klein, hat nicht viel Geld. Aber ja, jetzt ist sie nach Arkham gezogen, weil dort vor kurzem ein neues Museum aufgemacht hat, das sie ganz interessant fand. Gut. Soll ich wieder zu. Sag mal, was ist eigentlich nochmal genau eine Museumskuratorin? Eine Museumskuratorin, Bewertet die Museen oder ist das wie so ein jemand, der sich Museen nee, an? also die sucht und kauft neue Sachen ein oder besorgt neue Sachen für ein Museum. Und wenn es neue Sachen gibt, dann werden die restauriert von einer Kuratorin Ah, okay. und genau. Okay. Und teilweise, also wenn das Museum jetzt nicht besonders groß ist oder so, dann gibt die Kuratorin auch Führungen oder erklärt Sachen zu den einzelnen Stücken. Gut, also als Museumskuratorin bist du halt chronisch knapp bei Tasche, sagt man das so? Ich hoffe. Kasse? Knapp Bei bei Kasse. Kasse. Bei Tasche, bei Ja, Kasse. ich bin ziemlich arm, das stimmt. Genau. Und ja, einer deiner Gäste, machst du auch Führung im Museum eigentlich? Also in New Orleans habe ich Führungen gemacht, aber Ja. jetzt im neuen Museum arbeite ich noch nicht so lange, da bin ich gerade noch dabei, richtig eingearbeitet zu werden. Okay. Also, während du in dem Museum gearbeitet hast, schon eine Weile, ist ein Mann auf dich zugekommen, nachdem er sozusagen sich mit deiner Chefin über einige Gegenstände im Museum unterhalten hat und hat sich als Gerald Fraser vorgestellt. Und er ist wohl ein wohlhabender Bankier in Arkham. Und er hat dir halt angeboten, dass er sozusagen dich bezahlen würde. Und möglicherweise dir auch in deiner Stellung im Museum sozusagen dir die ein oder andere Hilfestellung geben könnte, weil er nämlich dort viel Einfluss hat, weil viele dieser Stücke, die im Museum ausgestellt werden, sind sozusagen Besitz von ihm. Und er leiht die nur dem Museum, dass sie das ausstellen können, wenn du ihm bei einer Sache hilfst sozusagen. Was das für eine Sache ist, hat er dir nicht gesagt. Aber ja, er hat halt sozusagen dir das Angebot gemacht und soweit hast du das auch erstmal so akzeptiert und findest dich an einem bestimmten Tag, den ich gleich erwähne, bei ihm im Büro ein. Also Gerald Fraser, ein bedeutender Bankier. Genau. Das war's. Du kannst den Okay. nächsten runterschicken. Ja. Es gibt hier also auch einige Add-ons. Hallo? Hallo Marcel. Ich bin dran. Ja. Warte, gib mir mal eine Sekunde. Ich muss mal gerade den Kalender einstellen. So, das müsste klappen und dann sagen wir mal so. Nix. Hier sind wir.
Ah. Okay, ich hoffe, das geht so. Ja, Marcel, könntest du deinen Charakter kurz vorstellen? Na klar, ich heiße James Potter. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin recht drahtig, dünn. Ich wirke auf den ersten Blick sehr unscheinbar. Ich bin Christ. Nicht, dass das eine große Rolle spielt, aber ich wollte es nur erzählen. Ich konnte schon immer sehr gut klettern. Ja, bin in armen Verhältnissen aufgewachsen. Und ja, wie gesagt, habe gern geklettert. Das ist auch so ein Hobby von mir, klettern generell, auf Bergen klettern, auf so Freeclimb-mäßig. Und ich habe mich immer so von Job zu Jobs geangelt und habe dann gemerkt, mir macht es ganz viel Spaß, so Fenster zu putzen, auch gerne halt hoch oben und da so, naja, Freeclimb-mäßig rumzuklettern. Und dann ist mir das ein und das andere Mal, wie soll ich sagen, Wertgegenstände aufgefallen, die eventuell leicht zu entwenden wären. Und ja, ich habe mir halt immer nichts dabei gedacht. Wie gesagt, ich bin ja auch Christ. Aber eines Tages habe ich dann doch tatsächlich da mal eine Bibel gesehen. Und das wirkte für mich schon sehr stark wie ein Wink des Schicksals, dass ich vielleicht mir das Ganze nochmal ein bisschen genauer anschaue, was dort alles rumliegt. Und ich sag mal so, die Reichen zu beklauen ist ja auch eine gute Sache. Ich würde mich jetzt nicht als Robin Hood bezeichnen, weil das Geld wandert ja dann doch eher in meine Kasse. Aber ja, Gelegenheit macht Diebe, sage ich mal so, ne? Und irgendwie muss der Magen auch gefüllt werden. Das wäre so meins, wie ich mich sehe. Okay. Du bist ja in Arkham geboren. Du wohnst ja auch noch in Arkham, oder? Ja. Ja. Also, da du sowieso die Reichen beklaust, in erster Linie ist Gerald Fraser, du kennst dich da ja mittlerweile ein bisschen aus, wer so die Leute von Rang und Namen in Arkham sind, ein relativ bekannter Mann für dich, ein klarer Begriff. Das ist nämlich einer der wohlhabendsten Bankiers von Arkham. Und eines Tages hast du dir gesagt, heute ist Gerald Fraser mal dran und bist sozusagen in sein Landhaus eingebrochen. Aber du hast leider die Rechnung nicht ohne, beziehungsweise du hast die Rechnung ohne die doch sehr wachsamen Hunde und Leibwächter von Gerald Fraser gemacht, die dich nämlich auf frischer Tat ertappt haben. Das kann ja, okay. Gerald Fraser war zu dem Zeitpunkt auch selber zu Hause und hat dann von einer Anzeige bei der Polizei tatsächlich abgesehen. Was er allerdings gesagt hat dazu ist, dass dieses Absehen von einer Anzeige natürlich nicht ohne eine Gegenleistung stattfinden kann. Als guter Christenmensch muss dir das ja bewusst sein, eigentlich. Und so ist es so, dass der Fraser angedeutet hat, dass möglicherweise mal der Tag kommt, wo er Hilfe in bestimmten Kreisen der Gesellschaft braucht, in die er selber nicht so Einsicht hat. Du aber möglicherweise schon. Naja, Ja, klar. ich gebe dir jetzt mal einen Wink. Er meinte die Unterwelt. Die Unterwelt Arkhams. Und dann sind einige Monate vergangen und du hast gedacht, ja, möglicherweise hat er das auch schon wieder vergessen. Und dann kommt auf einmal ein Brief, der dich sozusagen bittet, am Montag, dem 18. Januar, in dem Büro von Herrn Fraser einzufinden. Gegen 17 Uhr. Genau. Und das ist sozusagen das Setting. Ja, freue ich mich. Ja. Gut, dann komme ich wieder hoch. Okay, ich glaube. So, Leute, jetzt habt ihr alle eure Settings bekommen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder irgendwas, was vorher geklärt werden soll? Wollt ihr noch eine kurze Pause machen oder so? Oder? Nö. Nö. Ich glaube, wir können loslegen. Sehr gut. Aber ich hoffe, dass wir alles, also jetzt alles haben. Ja. Genau, also es ist Montag, der 19. Januar.
1925. In Arkham ist es eigentlich ein relativ wolkenloser, langweiliger Tag. Es ist nicht wirklich warm, es ist nicht wirklich kalt. Es herrscht reges Treiben auf den Straßen und gegen 17 Uhr, also fast schon abends, später Nachmittag, finden sich drei Leute im Büro des bekannten Arkhamer Bankiers Gerald Fraser ein. Das ist ein relativ helles Büro mit großen Altbaufenstern und, also ich meine, Altbau ist natürlich alles damals, 1925, aber es ist schon eine relativ große Villa. Und an der Wand hängen so ein paar Gemälde, kann man sagen. Also Gerald Fraser ist offensichtlich Kunstliebhaber. In der Ecke steht ein Globus. Auf dem Tisch, so ein massiver Eichenholztisch, liegt noch die Arkhamer Gazette aufgeschlagen und allerdings zur Seite gelegt. Gerald Fraser ist ein Mann, also Mitte 50. Hat sehr teure Klamotten dran, ist ein erfolgreicher Mann. Jeder von euch kennt ihn. Er ist bekannt für seinen Pragmatismus und sein eiskaltes Durchsetzen im Finanzgeschäft Arkhams, mit dem er sich über Jahre auch in die Bourgeoisie hochgekämpft hat von Arkham. Er hat euch alle drei gebeten, zu ihm zu kommen, aus unterschiedlichen Gründen, und ihr wisst aber noch nicht so genau, worum es jetzt eigentlich geht. Und an diesem Tag wendet er sich an euch und spricht mit euch. Ja, guten Tag, meine Herren, meine Dame. Danke, dass Sie sich eingefunden haben. Es tut mir leid, dass ich Sie belästigen muss, aber es ist aus meiner Sicht ein wirklich schrecklicher, schrecklicher Fall, und ich benötige Ihre Hilfe. Sie wissen, ich möchte nicht, dass meine Person, die sowieso jeden Tag die Schlagzeilen ziert, durch negative Publicity auffällt. Deswegen muss ich zuallererst mich vergewissern, dass jeder von Ihnen mir absolutes Schweigen gegenüber oder absolute Verschwiegenheit gegenüber den Medien garantiert. Kann ich mich darauf verlassen, meine Damen und meine Herren? Natürlich. Ja, na klar, wo? Herr Kein Frader, Wort. selbstverständlich. Wir haben eine Gut. Abmachung. Nun, es geht um meinen Sohn, James Fraser. Er ist eigentlich mit seinem Studium an der Miskatonic University beschäftigt gewesen in Arkham. Und ja, vor 9 Tagen hat er Arkham verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Er hat mich kurz vor dem Aufbruch angerufen, da habe ich das letzte Mal von ihm gehört. Und ja, seitdem habe ich nichts, weiß ich einfach nicht, wo er ist. Er wollte eigentlich ursprünglich nach Kingsport fahren, was ja nicht so weit weg ist von Arkham. Es ist etwa anderthalb Tagesreisen entfernt. Ich kann im Prinzip nicht genau sagen, was mit ihm passiert ist. Er ist einfach verschwunden. Ich möchte aber die Behörden noch nicht einschalten, weil ich eigentlich mir nicht vorstellen kann, dass ihm was passiert ist. Also daran möchte ich eigentlich nicht denken. Außerdem Ist würde. er zu Fuß aufgebrochen oder ist Nein, er begleitet worden? er hat natürlich, bitte Sie, er hat natürlich ein persönliches Automobil, das ist ja ganz klar, mit dem er Ah, eine aufgebrochen ist. Maschine. Nun, also ich kann Ihnen dieses Foto meines Sohns geben. Er händigt euch ein Foto von James aus. Das könnt ihr euch gerne. Also kann sich einer von euch ins Inventar eintragen? Dann trage ich das ein. Ja, und natürlich erwarte ich von Ihnen nicht, dass Sie das kostenlos machen. Natürlich werden Sie vergütet. Ich würde Ihnen $200 Vorschuss geben. Jedem Einzelnen von Ihnen. Und er händigt euch $200 aus in einem Briefumschlag.
für dieses Geld, natürlich ist es eine Menge Geld, erwarte ich allerdings auch, dass sie sich mit aller Kraft an die an das Aufdecken dieses Falls und an das Aufdecken des Verbleibs meines Sohnes hängen. Ich kann Ihnen noch eine kurze Beschreibung geben von meinem Sohn. Mein Ja. Sohn ist etwa 1,85 Meter groß, hat blonde Haare, braune Augen und das Automobil, was ich angesprochen habe, ist ein schwarzes Chrysler Coupé, Nummernschild AB 1652. Könnten Sie das Nummernschild bitte noch mal kurz wiederholen? Natürlich, AB 1652. Vielen Dank. Und das Mobilfahrzeug war was nochmal? Mit welcher Maschine fährt ihr, junger Mann, Ein rum? schwarzer Chrysler Coupé. Ein schwarzer Chrysler Coupé. Haben Sie persönlich gesehen, wie er losgefahren ist? Nein, das habe ich nicht. Das habe ich nicht persönlich gesehen. Er hat mich angerufen vor 9 Tagen. Das muss also am 10. gewesen sein. Und nach dem Anruf habe ich nichts mehr von ihm gehört. Also wissen Sie nicht mal, ob er die Stadt überhaupt verlassen hat? Streng genommen weiß ich das nicht, nein. Jared, ich meine die $200 schön und gut. Aber du weißt selbst, dass das in meiner Situation mir wenig bringt. Also Also $200 natürlich. sollten in Ihrer Weißt Situation du, schon eine Menge bringen. Und abgesehen was davon ist. habe ich Ihnen natürlich zugesichert, dass der Kredit, den Sie unbedingt brauchen, dass ich Ihnen den natürlich gewähren würde. Okay. Also verstehe ich das als Einzahlung und sobald Ihr Bursche da ist. Sie kriegen danach einen Ja. Kredit von mir, keine höhere Okay. Zahlung. Was studiert Okay. Ihr Sohn nochmal? Mein Sohn studierte natürlich Betriebswirtschaftslehre an der Miskatonic University. Was anderes hätte ich mir für ihn noch nicht gewünscht. Ja, klar. Gut, So, meine Dame, Gerald, meine Herren, haben Sie noch eine Frage an mich? wie würden Sie vorgehen? Was könnte er, ich meine, hat Ihr Sohn vielleicht auch irgendwie einfach eine hübsche Frau, die er hier in der Stadt besucht und oder vielleicht, Sie wissen schon. Ich meine, wie alt ist Ihr Junge? Da, in dem Alter war ich nur unterwegs. Ehrlich gesagt kann ich Ihnen dazu nicht viel sagen. Ich bin in der Regel sehr eingenommen von meiner Arbeit und kann deswegen nicht genau sagen, ob James eine Freundin hat oder nicht. Hat er Wie alt denn ist in James? Kingsport? Wie bitte? Wie alt er ist, ihr Bursche? James ist 25 Jahre alt. Oh, danke. Okay. Hat James denn in Kingsport Freunde, denen wir ein Telegramm schicken könnten oder die wir vielleicht anrufen könnten, um sie zu befragen? In Kingsport kenne ich niemanden. Ich weiß, dass er an der Miskatonic University sich ein Zimmer mit einem anderen Studenten geteilt hat, mit dem er auch befreundet war. Der Student heißt Travis Bryce. Der weiß allerdings nach meinem Wissen auch nicht, wo sich mein Sohn aufhält. Und hier in Arkham hat er hier Freunde? Naja, an der Miskatonic University, das ist ja in Arkham, wie Sie bestimmt wissen. Okay. Ich habe alles gehört, was ich wissen muss. Eine Frage noch. Ich bräuchte eine Karre. Wie sieht's damit aus? Ist da was zu drehen? Ich Ich kann meine, wir Ihnen müssen mobil sein. für den Zeitraum von einer Woche Minimum kann ich Ihnen ohne Probleme einen Wagen zur Verfügung stellen. Ja? Auch ein Chrysler? Ein ganz normales Taxi. Okay, ein ganz normales Taxi. Danke Ihnen. Jungs, wir fahren erstmal die Kneipen ab, checken das aus, die Lage. Das wird gut. Okay. Entschuldigung, ich habe doch noch mal eine Frage. Also, James studiert hier, aber ist nach Kingsport gefahren? Nee. Das ist richtig. Er ist nach Kingsport aufgebrochen.
Warum? Das hat er mir nicht genau gesagt. Ach Ich so. denke, er wollte einen Urlaubstrip machen nach Kingsport. Ah, okay. Wann wollte er wieder da sein? Das hat er nicht gesagt. Und woher wissen Sie dann, dass er nicht einfach nur Urlaub macht? Nun, das weiß ich nicht, aber in der Regel meldet sich mein Sohn nach spätestens 3, 4 Tagen und ruft an. Wir pflegen Okay. zwar mindestens einmal die Woche ein Telefongespräch zu führen. Okay. Also Sie haben ein gutes Verhältnis zu Ihrem Sohn, ja? Nun ja, ich sehe ihn nicht ganz so häufig, wie ich vielleicht sollte, aber wir sind in regelmäßigem Kontakt, ja. Gut. Meine, sonst hätten Sie uns ja nicht beauftragt, ihn zu finden, wenn er ihn nicht am Herzen liegen würde. So sieht es aus, Mr. Veit. Okay. Ja. Okay, wo ist die Karre? Ich will losfahren. Was stehen wir hier noch Ey, rum? eine Davon Entschuldigung, ich hätte noch fehlten. eine allerletzte Frage. Und zwar, können wir Sie jederzeit erreichen? Also haben Sie eine Telefonnummer für uns oder Natürlich, so, wie wir Sie natürlich habe ich eine kontaktieren können? Telefonnummer. Mit Sicherheit. Ich schreibe Ihnen meine Telefonnummer auf und er schreibt euch die Telefonnummer auf. Okay. Nice, Allah. Ja, und ihr werdet Hat dann man damals schon Neißela gesagt? mit Sicherheit, ja. Dann werdet ihr aus der Wohnung, beziehungsweise aus dem Büro von Mr. Fraser Fraser. geleitet und er zeigt euch dann noch das Auto, was ihr benutzen könnt. Das ist tatsächlich einfach ein Taxi, allerdings ohne Fahrer. Es müsste einer von euch fahren. Und mit wenigen Worten verabschiedet er sich von euch und ihr steht an diesem Montagabend Auto. vor dem Auto in Arkham. Okay, sollen wir jetzt zuerst also in sein Studentenwohnheim oder sollen wir direkt uns Richtung Kingsport aufmachen? Junge Dame, ich würde sagen, wir stellen uns erstmal vor. Sie hatten noch gar nicht die Gelegenheit dazu. Mein Name ist James Potter. Ja, wie heißt ihr denn? James Potter, ja. Nie Ja. von ihr gehört. Ja. Mein Name ist Millie Miles. Freut mich. Und Sie Millie, sind? hallo. Du kannst ruhig du zu mir sagen, ich bin Fink Veit. Aber meine Freunde nennen mich Finky. Pinky. Alles Finky. klar. Ja, dann Okay. von mir aus, ich bin für alle Schandtaten bereit, wie man so schön sagt. Also ich in diesem Alter wäre vielleicht, also entweder natürlich hat er, wo treffen sich die Kids in seinem Da Alter? ich genauso alt bin, Es ist Montagabend. kann ich sagen, in der Bar. In der Bar. Dann lass uns doch mal eine Bar anfahren. Wie spät ist Ich es habe die denn? Schlüssel ja bekommen. Es ist Es ist Montagabend Montagabend, oder? gerade. Abend. 18 Uhr? Okay. 18 Uhr ist gerade. Ja, dann Lass uns doch lass eine uns in schöne der Bar Bar gehen. ansteuern. Wir setzen uns einfach mal rein, drehen eine kleine Runde. Wir können ja ein bisschen die Stadt erkunden. Ich will ein bisschen die Karre ausfahren. Und vielleicht Also sehen wir was Schickes oder du und dann fährst? halten wir uns ab. So dolle, ich fahre so dolle. Entschuldigung, ja, ich werde fahren. Ich bin der Okay. beste Fahrer der Okay, Welt, Moment. aber ich nehme erstmal einen Schluck aus meiner Pulle. Könnt ihr denn Auto fahren? Ich Oh kann dolle ja, Auto du fahren, das kannst ist wirklich meine dolle. Spezialfähigkeit. Aber okay, ich sehe gerade, du hast dir 160 Punkte da reingetragen. 70 und 70, ja, also von den normalen Punkten und von den zweiten, die wir bekommen Aber das ist Maximale. haben. Wie schlimm! Das Maximale, was man sich eintragen darf, ist eigentlich so 90 und99. selbst das ist nur mit Genehmigung vom Spielleiter. Also es gibt Aber eigentlich keine. ich bin ein Na, extrem du guter kannst dir ja Autofahrer, gerne Mann, auch 90, ja. du kannst dir gerne Wirklich. 90 Punkte da eintragen. Aber bitte, Also muss ich. du kannst es Wieso ist es nicht möglich? Wieso ist es nicht möglich? Es waren meine Hobbypunkte und fehlen. es waren
das waren die anderen. Na, weil 100 das oder Maximale, es ist 100 ist die Cap. Du kannst auch nur 100% gut Auto fahren. Okay. Also okay. Entweder du kannst perfekt Auto fahren oder halt weniger, aber du kannst ja nicht überperfekt fahren. Also ich kann ja auch nochmal hier diese bei Fertigkeiten. Nee, okay. Dann habe ich jetzt wieder, dann habe ich jetzt 70 Punkte, die ich noch vergeben kann. Genau. Ja, vergib mal deine 70 Punkte. Woanders aus. Ich werde ausgelacht. Warte. Es gibt hier irgendwo dieses, wo man lesen kann, wie viel, wie gut es ist, wenn man irgendeinen Punktewert hat. Dann trage ich mir hier nochmal was ein. Und also 90 plus ist eine Koryphäe in dem Gebiet. Zählt in dieser Fertigkeit weltweit zu den Besten. Also ich würde dir die 90 geben, aber... ja? Aber du hast jetzt irgendwie 110 bei Autofahren. Nee, oder? Nee. Ach so, weil Autofahren sowieso schon bei 20 liegt. Fuck off. Dann gebe ich mir da 70 nur. Okay. Das heißt, du hast... Ja. Ja. Ich bin gleich soweit. So. Warum? Nee, okay. Scheiße. So. Jetzt müsste alles wieder sein. Die 20 Punkte da vorne sind nochmal durch die Finanzkraft. Okay. Okay, gut. Wartet mal, Leute. Ich habe was verschüttet. Ich muss... Ja, die Skillpunkte von... Aber Kilian. Ja, ich werd fahren. Vor allen Dingen. Ich habe das Gefühl, Sie sind ein sehr guter Autofahrer. Ich bin der Beste. Also ihr setzt euch in das Auto und es scheint fast, als würde Kilian gar keinen Schlüssel umdrehen, da ist die Karre schon angesprungen. Kriegt Kilian eigentlich noch ein Mali oder sowas, weil er ja Alkohol getrunken hat? Nee, das braucht er, glaube ich, zum Autofahren. Buff dafür. Okay. Sonst wäre er nie so gut geworden. Ich werde viel besser, wenn ich trinke. Wirklich, ich fahre besser, wenn ich betrunken bin. Also Kinder, nein. Aber mein Charakter fährt viel besser, wenn er betrunken ist. Das Auto setzt sich in Bewegung und er fährt langsam durch die, oder auch mal ein bisschen flotter, durch die ja doch relativ vollen Straßen von Arkham. Okay, wir schauen links und rechts. Ihr müsst einfach nur... Ich fahre hier... Oh, es geht ab. Ich fahre hier rechts rum. Seht ihr die Leute da hinten? Mhm. Aber bis jetzt kann ich noch niemanden sehen. Okay. Ich meine, ich habe ja... Ich habe auch noch das Foto. Ich habe ja das Foto von James. Also wir könnten auch einfach irgendwie irgendwo halten und Leute fragen, ob sie den gesehen haben. Wir müssen auf eine Gruppe Mädels warten. Vertraut mir der James. Wie sieht denn der aus? Was sagst du? Ein hübscher Bursche? Ja, ein durchschnittlich hübscher Bursche. Er ist ziemlich groß. Ja, er hat blondes Haar, blaue Augen. Die Mädchen werden ihn lieben. Warum fragen wir nicht? Also sehen wir eine Gruppe von Mädchen zufällig? Nach einiger Zeit seht ihr auch einige Gruppen von Mädchen. Die können einfach so neugierige Dinge anklappen. Wir können doch einfach auch an deine Kollegen fragen, also andere Barkeeper. Die sehen doch immer viele Leute. Ja, das stimmt, das ist vielleicht klüger. Oh, das ist eine gute Idee. Also gleich auf zur Bar brechen. An die Mieze vorbeiheizen. Ich drehe noch mal richtig auf. Haben sie geguckt? Ich glaube, sie haben alle geguckt. Sie haben alle relativ erschrocken angeschaut. In eure Richtung geguckt, ja. Vielleicht hast du auch den Jungen schon gesehen in deiner Bar. In meiner Bar? Hast du, da kommen und gehen die Leute. Das ist ganz woanders, mein Freund. Ich komme nicht aus Arkham, ich habe hiermit gar nichts zu tun. Also aber du bist jetzt sehr sicher, dass du James noch nie in deiner Bar gesehen hast. Ja, okay. Bin ich mir sehr sicher. Ich finde auch gut, dass wir die gleichen Namen haben. Das führt wahrscheinlich gar nicht zu Verwirrungen. Aber auch diesen James hast du nie in deiner Bar gesehen. James Potter? Sagt mir gar nichts. Nein. Okay, dann fahre ich jetzt hier zu der nächsten Bar ran. Hier sieht's doch schön aus, oder? In der Ecke müsste doch was sein. Ihr kommt an einer relativ durchschnittlichen Kneipe an. Die Barhocker sind ein bisschen hübscher als bei dir, aber immer noch nicht wirklich hübsch.
Und an der Theke steht ein relativ beleibter, gelangweilter Wirt. Ich zeige ihm das Foto. Guten Tag, haben Sie diesen jungen Guten Mann schon Tag. mal hier gesehen? Nee, den habe ich noch nie gesehen. Also, Kumpel, was ich Pippi sagen möchte, ist, und ich gebe ihm ein Bier aus meiner Tasche. Hast du diesen Burschen wirklich schon mal gesehen? Ich sag dir jetzt mal was. Fremde Getränke sind in meiner Bar nicht erlaubt und egal was du mir gibst, es wird nichts dran ändern. Ich habe den einfach noch nie gesehen, also verpiss dich oder bestell was. Ich steck die Flasche sofort wieder ein. Ich hätte gern Bierchen. Er gibt dir ein Bierchen, macht 50 Cent. Cent. Okay. 50. Cent habe ich Zwei, jetzt 10 nicht. Cent, macht 10 Cent. Cent? Okay. Was ist Ich das? könnte Ich habe Dollar nur Dollar. bezahlen. Naja, ich gebe ihm das, was er möchte. Und er gibt dir ein Bier. Dankeschön. Und ich möchte so doll auch zwei Bier haben. Und ich gebe ihm 20, ich gebe ihm 30 Cent. Ein bisschen mürrisch gibt er dir ebenfalls zwei Bier. Und ich exe eins. Ich möchte hier nichts trinken. Ja, Hey, dann lass. Pöbium. Können wir bitte Ma weiter nach James suchen? ich bin doch hier. Nach dem Also, anderen. Kumpel. Achso. Und ich neige mich zum Barkeeper noch einmal. Mein Freund, wir suchen diesen Burschen. Hast du vielleicht eine Idee, wo die Jugend heute abzutage sich abends rumtreibt? Naja, weiß ich nicht. Was ist das denn für ein Bursche? Ich kenne den ja überhaupt nicht. Ah, so Obere 25, blond, Mittelschicht. groß. Ein Ja. Studierender. Naja, die Studierenden sind ja eigentlich alle an der Universität, nicht? Mit Sicherheit Die müssen doch gehen die auch irgendwo auch. trinken und feiern Gibt gehen. es an der Universität eine Bar oder eine, die halt, wo hauptsächlich Studenten hingehen? Naja, eigentlich gehen in meine Bar hin und wieder ein paar Studenten. Aber ihn habe ich hier noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Kennen Sie einen, Okay. Travis Bryce? Auch der Name sagt mir ehrlich gesagt nichts. Na gut. Dann schönen Abend noch. Gleichfalls. Und ich exe mein zweites Bier und gehe. Okay, also sollten wir vielleicht doch zur Universität fahren und da rumfragen? Ja. Auf zur In der Universität. Nähe der Universität sollten wir fündig werden. Ja, ganz sicher. Ihr setzt euch also wieder in den Wagen. Mittlerweile ist es so 19 Uhr. Die Sonne ist schon untergegangen. Und macht euch auf den Weg zur Universität. Ihr kommt am Wohnheim an, wo James Fraser gewohnt hat. Es ist ein relativ nobel ausgestattetes Wohnheim. Es ist eher, also es gibt mehrere verschiedene Wohnheime an der Miskatonic University und dieses ist relativ ja, für die Oberschicht sozusagen. Oder die Leute, die sich das sowieso leisten können. Es gibt natürlich niemanden von der Unterschicht an der Universität, aber es gibt sozusagen Wohnheime für die wirklich reichen Leute und Wohnheime für die nicht so reichen Leute. Und das ist schon echt Wohnheim für die wirklich, wirklich reichen Leute. Ist Okay, so wirklich, reich hatte ich den jetzt gar nicht eingeschätzt. naja, es ist auch nicht übermäßig luxuriös ausgestattet, aber ja, man sieht einfach an der kompletten Ausstattung, es ist alles feines Holz oder Marmor Ja, der Sohn von und so Gerald weiter. Fraser. Und an der Tür gibt es auch einen Pförtner. Beziehungsweise Pförtner, also jemand, der in der Pforte steht halt. Ja, guten Tag, Herr, also, Herr Pörtner, Miller. wir haben, Miller ist mein wie Name. bitte? Miller, Miller, gute Frau. Entschuldigung, also, guten Tag, Herr Miller, ich habe Kann hier ich im ein Auto sitzen Foto, bleiben? Okay, dann bin ich im Auto sitzen geblieben, weil ich habe gar keinen Bock auf das Ding da draußen. ich habe hier, ein Foto von einem jungen Studenten, den wir gerade suchen. Haben Sie den schon mal gesehen? Natürlich, das ist der gute Mr. James Fraser. Den habe ich, ich denke, vorletzte Woche das letzte Mal gesehen. Vorletzte Woche, Genau. von, ist das 9 Tage her?
Lassen Sie mich kurz im Buch nachgucken. Hier muss sich jeder Student ein- und auschecken. Ja, es ist genau am 10. gewesen, am 10. Januar. Und heute ist der 19. Okay. Ja. Okay. Hatte Mr. Fraser Freunde? Also, oder einen besten Freund oder so? Irgendwer, mit dem, der wissen könnte, wo er sich jetzt gerade aufhält? Naja, also er hatte einen Zimmernachbar, mit dem er sich relativ gut verstand. Das war Moment, das müsste Mr. Travis Bryce gewesen sein. Abgesehen von Mr. Bryce, denke ich, hatte Mr. Fraser allerdings keine Freunde, denke ich. Moment mal, was wollen Sie eigentlich hier? Wer sind Sie überhaupt? Gut, dass Sie fragen. Gut, dass Sie fragen. Wir suchen ihn. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Allerdings Ja. muss ich Sie bitten zu gehen, wenn Sie nicht hier in diesem Wohnheim Wir gehören Freunde quasi haben. zur Familie. Er mustert Entfernte euch Verwandte. äußerst. Okay, ihr müsst hier bitte mal, also einer von euch beiden, Charlotte oder also James oder Millie, müssten eine Probe auf Überzeugen machen. James, mach du das mal. Das ist gar kein Problem. Kann ich nervös Habe ich hupen? nicht geschafft. Hast du nicht geschafft. Du kannst auch tatsächlich auf deinen Wert drücken, nicht? Also du kannst bei deinen Skills auf Überzeugen drücken und dann macht er es automatisch. Also wir nehmen mal das Hä, erste, aber. aber also wenn du jetzt hier zum Beispiel raufklickst. Geht bei mir nicht. War ich das? Ja, guck mal hier, Skill Ah, überzeugen jetzt, halt. okay. Ja, Also okay. wir lassen mal die 99 weg, weil das ein großes Problem wäre und nehmen die 38, die du am Anfang gewürfelt hast. Nun, Sie sehen mir nicht so aus, als ob Sie alle zu einer Familie gehören. Ich möchte Sie bitten, jetzt das Gelände hier zu verlassen. Hat er dir bei 99 ins Gesicht geschlagen oder was wäre passiert? Könnten Sie uns wenigstens noch kurz Auskunft darüber geben, ob Travis Scott, Quatsch, Travis Travis Bryce Scott? derzeit zu. Ob Travis Bryce derzeit zu sprechen ist. Naja, Mr. Bryce, er ist schon im Wohnheim. Ich könnte ihn kurz fragen, aber ehrlicherweise muss ich ihm auch ausrichten, dass sie komische Fragen stellen und keine so richtige Rechtfertigung dafür zu haben scheinen, was sie hier wollen. Es ist Ich weiß wirklich nicht, ob wichtig. er mit ihnen sprechen möchte. Ich werde ihn kurz darüber informieren und er Okay. geht in einen der Räume. Während er hochgeht, möchte ich noch mal kurz zum Auto gehen. Fink, wir brauchen deine Hilfe. Wir schaffen es nicht, Okay. ohne dich den Pförtnern zu überzeugen. Während der Pförtner Was weg ist mit ist, dem Pförtner? würde ich mal schauen, ob da irgendwie was ist, was man abgreifen kann. Klauen! Naja, du siehst halt sozusagen Nicht so einen schlimm. Schreibtisch. Da liegt ein Brieföffner drauf. Ich Der ist komme zu Dollar allerdings aus der jetzt Kasse. nicht besonders wertvoll. Also möglicherweise siehst du. Nee, da siehst du echt nichts. Nee. Okay. Du siehst halt die typischen Bücher sozusagen, wo sich die Studenten ein- und austragen müssen. Ja. Alles klar. Ja, und nach kurz. Oder wolltest du noch was machen, Millie? Ich schließe das Auto ab und gehe raus. Nach Ach kurzer so, Zeit. Entschuldigung. Millie? Nee, Entschuldigung. Nach kurzer Zeit kommt der Pförtner tatsächlich mit Travis Bryce wieder. Travis Bryce ist ebenfalls ein junger Mann, Mitte 20. Ist ein kleiner, schüchterner Mann mit dunklen Haaren. Aus eurer Sicht müsste dieser Typ ist so ein klassischer Student, wirkt eher so, wie soll ich sagen, in sich gekehrt, nicht so extrovertiert, eher introvertiert. Ist ein bisschen schüchtern. Und guckt euch so ein bisschen argwöhnisch an. Meine Herren, meine Dame, was wollen Sie von mir? Mein Junge, mach dir keine Sorgen. Wir sind für die gute Sache hier. Wir suchen deinen Freund.
Aber warum suchen Sie denn nach Hilft James? James. Warum suchen Sie denn nach ihm? Na, der treibt sich rum und keiner weiß, wo er ist. Aber Unter warum? uns, Sie sind ja ein Freund der Familie. Ich denke, wir können da schon ein bisschen ehrlich zu Ihnen sein. Also sein Vater macht sich ein bisschen Sorgen. Ach so, ich verstehe. Ja, ich mache mir auch Sorgen um ihn. Er ist vor 9 Tagen einfach abgehauen. Wissen Sie zufällig wohin? Er wollte nach Kingsport fahren, weil er hat die ganze Zeit mit seiner Freundin telefoniert, die wohnt wohl in Kingsport und weiß nicht, er wollte sie bestimmt mal wieder Kingsborn. besuchen, er hat sie häufig besucht. Wissen Sie, wie die Freundin Ja, die Freundin heißt Emily heißt? Livingston, also Livingstone. Ich kann es auch mal aufschreiben, wie der Name geschrieben wird. Moment. So. Livingstone. So. Jetzt müsstet ihr es sehen bei Notes. Rechts. Seht ihr es? Ah, ja. 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 Sie scheint wichtig zu sein, wenn du sie da einträgst. Okay. Das war ein unnötiger Meta-Kommentar. Haben Sie denn gesehen, dass er ins Auto gestiegen ist? Also ist er wirklich, hat er wirklich, sind Sie sich sicher, dass er den Ort hier verlassen hat? Ja, ich kann mich genau daran erinnern. Er ist vor 9 Tagen losgefahren. Und hat er gesagt, wie lange er wegbleiben will? Nee, das hat er nicht gesagt. Ich frage mich echt, was mit ihm ist. Er ist sonst nie so lange weg gewesen. Ich meine, vielleicht hat er sich auch entschieden, zu seiner Freundin zu ziehen, aber er hätte ja mal anrufen können. Er ist einfach weggefahren. Was hat er denn für Sachen mitgenommen? Also hat er viele seiner Klamotten mitgenommen oder? Ja, er hat schon einige seiner Klamotten mitgenommen. Ja, es sah fast Okay. aus, als ob er ausziehen möchte. Aber er hat ja auch nie so viel über sich erzählt. Wir waren beide eher so für uns. Wir haben nicht so viel miteinander geredet, aber wir kamen eigentlich ganz gut miteinander klar. Wissen Sie, ob er noch andere Freunde hat hier in Arkham? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Er hat in Arkham eigentlich mit niemandem gesprochen. Er hat die ganze Zeit nur mit seiner Freundin telefoniert. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Infos. Ja, von mir aus. Aber So, können wir jetzt endlich geben fahren? Sie sich bitte Mühe, ihn wiederzufinden. Ich fände es echt traurig irgendwie, wenn ihm was passiert wäre. Das hätte er echt nicht verdient. Wieso Machen Sie sich glauben Sie keine denn, dass ihm was? Gedanken. Ach so, Er okay. hätte sich sonst gemeldet. Ich finde das alles irgendwie komisch. Verdient? Hat er sich denn irgendwo von irgendjemandem was verdient? Gibt es denn irgendjemanden, der ihm was, vielleicht was Nein, Böses wollen nein, ich mache würde? mir einfach nur Sorgen. Ich meine, am Ende weiß ich es natürlich nicht. Vielleicht wollte er auch mit seiner Freundin durchbrennen. Ja, vorhin denn durchbrennen. Ich hab's euch doch gesagt. Na gut, also vielen Dank, Mr. Bryce. Tschüss. Jo, mach's gut. Und Okay, dafür sollen hast wir du mich jetzt jetzt direkt? gebraucht, ja. Dafür hast du mich jetzt aus dem Auto geholt. Na gut. Entschuldigung. Sollen wir jetzt direkt nach Kingsport? Sollen wir direkt nach Kingsport fahren? Oder meint ihr, wir sollten Lass uns uns hier nach noch mal Kingsborn weiter fahren. umhören? Also es sieht ja so aus, dass er ja jetzt doch dorthin gefahren ist. Von daher, glaube ich, sollten wir keine Zeit verlieren. Nach Wir hier sollten bleiben, vielleicht uns nach auf der Route Kingsport. danach. Wir könnten ja vielleicht ein paar Schleichwege oder ein bisschen drum rumfahren. Ich will die Karre echt noch. Ich genieße das im Auto. Ich genieße Autofahren. Wir können ja ein bisschen noch rumfahren. Ob irgendwas vielleicht sind. Ob wir vielleicht irgendeine Spur finden auf dem Weg. Wir wissen es nicht. Also ich halte es schon für sinnvoll, den direkten Weg zu nehmen nach Schau Kingsport. mal, wir haben es jetzt 20 Uhr, 20:30 Uhr. Ja. So, wir können echt noch, bevor wir schlafen gehen, wenn wir da 22 Uhr anrücken, lass uns einen kleinen Umweg fahren. Oder wie lange fahren wir? Was hat er gesagt? 1,5 Tagesmärsche? Anderthalb Tage mit dem Auto, ja. Oh. Anderthalb Tage. Ja. Oh. Ist ja relativ nah. Autos sind damals nicht so schnell. Das ist alles ein Sollen wir bisschen vielleicht einfacher. lieber mit dem Zug fahren?
Nein. Gibt es einen Zug von Es Kingsport? gibt keine Zugverbindung von Arkham nach Kingsport. Leider keine Zugverbindung. Wir wollen auch nicht mit dem Zug fahren. Ich wäre dagegen. Ich fahre mit keinen Zügen. Ich vertraue Ja, dann diesem ist jetzt die Frage, wollen wir jetzt hier Zuggeschäft nicht. nächtigen oder wollen wir die Nacht durchmachen und dann früh irgendwo schlafen? Ich Aber würde wir fahren so sagen, weit wir es können wäre bis zum sinnvoller, wenn wir Morgen. dann lieber jetzt. Aber wenn, angenommen, James liegt irgendwo im Graben, wäre es halt besser, wenn wir bei Tageslicht fahren, damit wir ihn suchen, also damit wir im Zweifelsfall was sehen können. Oder angenommen, es gibt Reifenspuren, die von der Straße abgekommen sind oder so, das würden wir ja gar nicht erkennen im Dunkeln. Aber 9 Tage später, ich glaube, weiß nicht. Wir Ah, wissen nicht mal, stimmt. ob wir Ja, denselben gut, Weg stimmt. fahren. 9 Tage. Ja, das stimmt auch wieder. Ich denke, Dann lass wir. uns direkt Also. aufbrechen, oder? Ich würde sagen, wir brechen sofort auf. James. Okay. James, sag du. Okay, dann setzen wir uns nochmal rein ins Auto. Was steuern wir denn an? Kennt sich denn jemand hier in der Gegend aus? Gibt es irgendwas in der Mitte, was man anfahren könnte? Dass wir jetzt hier sitzen, dann fahren wir morgen weiter. Gibt es irgendwie Noch eine sowas kleine wie Strecke, aber sind dann die am Tag da. Ortskenntnis oder so? Gibt es da so einen Skill? Ich glaube nicht, oder? Also ich habe keine Ahnung von dieser Region hier. Aber da stand irgendwo mal ein Globus. Oh, Mist. Weil wir auf dem Globus auch erkennen können, wie wir auf einem Ja, Globus ich hab's versucht. Kingsport. Egal. Also in der Stadt hier, wo wir jetzt gerade sind, kenne ich mich sehr gut aus. Also was man theoretisch machen könnte, ich habe Bibliotheksnutzung. Ich könnte theoretisch in die Bibliothek von der Universität gehen und da gibt es doch sicherlich Karten aus der Oh. Umgebung, oder? Ja, Oder bist ist du da? es Nein, zu weit es weg? gibt definitiv Karten aus der Umgebung. Und ihr seid ja schon in der Universität, also es würde jetzt nicht mehr so weit weg sein. Ja, dann lass uns doch eben kurz zur Bibliothek gehen und gucken, ob wir eine Karte finden, damit wir den Weg, die möglichen Wege sehen. Vielleicht gibt es ja auch sowieso nur einen Ich laufe zum oder. Auto. Okay. Tschüss. Was ist mit dir, James? Kommst du noch mit zur Uni-Bibliothek? Ich glaube, das schaffst du schon. Ich dachte, Ich wir werde mir fahren hier das hin. Gelände noch mal ein bisschen genauer angucken. Okay. Dann gehe ich Wir wollen nicht zur allein. Bibliothek fahren. Okay, ich fahre zur Bibliothek. Ich fahre zur Bibliothek hin. Ich dachte, die ist hier in der Nähe. Ja, aber da kann man doch trotzdem hinfahren. Okay. Warum laufen wir, wenn wir ein Auto haben? Ja, ist okay. Okay. Also was macht ihr jetzt gerade? Ich fahre zur Bibliothek. Ich dachte, also in meiner Vorstellung ist das alles ein Ja, Campus, genau. also da Also kann man ihr doch gar nicht könntet lang da, fahren, oder? genau, ihr könntet jetzt dahin Okay. laufen, sozusagen. Okay, gut, dann fahre ich halt Ich laufe nicht näher dahin. ran. Du Okay, läufst dann gehe ich da dahin. auch hin. Ja, also relativ schnell findest du in der Bibliothek eine Karte. Und auf der Karte siehst du, dass die Straße nach Kingsport relativ verwahrlost, also nicht verwahrlost, aber Kingsport ist sehr, sehr abgelegen. Und tatsächlich ist der einzige Ort zwischen Kingsport und Arkham ein Motel. Und zwar ist es das Motel am Squatters Lake, also an einem See. Und sonst gibt es eigentlich keine Dörfer sozusagen. Und das ist sozusagen die direkte Straße. Es gibt noch ein paar Umwege und so, die über andere kleine Kleckerdörfer führen. Aber wenn du davon ausgehst, dass ihr den direkten Weg fahrt, dann ja, gibt es sozusagen nur einen Gut. einzigen Ort. Und auch Aber dann. keine anderen sozusagen Natursachen oder so, die da in der Regen sind. Das Einzige, was dir auf der Karte auffällt, ist wirklich dieser Squatters Lake. Und wie lang, also braucht man ungefähr dahin? Man Schaffen braucht. wir das in einer Nacht? Ja, man braucht ungefähr einen halben, also die Hälfte der Strecke. Es ist etwa direkt in der Mitte. Ah, okay. Also Ja so ein gut, dann würde ich sagen, lasst uns. Ach so, 16 bin ich jetzt gerade Stunden. allein? Bin ich 16 allein in der Stunden. Bibliothek? Du bist allein in der Bibliothek. Die anderen haben ja Okay. dich verlassen. Dann gehe ich jetzt Hey, ich zurück bin und suche die mitgegangen. anderen. Achso, du bist mitgegangen. Okay, dann bist du nicht allein, Hallo? sondern. Während sie sich da reingegangen ist, habe ich mich im Gelände noch ein bisschen umgeschaut, um zu gucken, ob irgendwas nicht niet- und nagelfest ist.
Ja, du hast dich umgeguckt und leider ist alles ziemlich niet- und nagelfest. Gut. Dann warte Ich ich bin bloß draußen. blöd mitgelaufen und habe einen Schluck getrunken dabei. Aus meiner Whiskyflasche. Eieiei. Fink, sag mal, das sieht ziemlich krankhaft aus, deine Alkoholsucht. Haben wir nicht außerdem auch Prohibition? Das stimmt, ja. Nee, oder? Doch, ich glaube schon. Du Mäuschen, erzähl mir nichts, ja. War auf Das jeden Fall ist. alkoholfreies Bier, was ihr da bekommen habt in der Bar. Erzähl mir nichts, das ist alles schwarz. Oh oh. Ja. Schon wieder Ja, vergessen. vielleicht. Ich trinke halt gerne, weil mein belehr mich nicht, junges Stück. So, ja. Aber ich habe die Sache im Griff. Du. Ich meine, Okay. mich macht das wenigstens nicht aggressiv wie die ganzen anderen Jungs. Mich klärt das auf. Irving, was Verstehen schreist du Sie? so laut? Was ist das Problem? Es gibt gar kein Problem. Können wir jetzt weiterfahren oder nicht? Ja, okay. Also ich würde sagen, lasst uns zu diesem Squatters, ups, Squatters Hotel fahren und dann weiter. Ich meine, vielleicht können die uns da ja schon Auskunft geben, wenn James Fraser da, wenn sie den da nicht gesehen haben, dann können wir zumindest die Strecke abkürzen. Er muss Du ja meinst, eigentlich er wird da da. auch geschlafen haben? Ich denke, er muss da geschlafen haben. Und wenn er nicht dort geschlafen hat, dann hat er wahrscheinlich es gar nicht bis nach Kingsport geschafft, sondern ist irgendwo eher Okay. mehr Richtung Arkham. Logikloch. 16 Stunden hat der Mann gesagt, ja. Dann setzen wir uns jetzt nochmal ins Auto. 16 Stunden. Ja, ich habe genug Stoff mit. Wir können durchfahren. Ich bin wach. Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Ja, na, wenn jemand sich unwohl fühlt, vielleicht wird mir auch mal schlecht werden und dann werde ich jemandem sagen, ey, fahr mal für mich ein Okay. Sekündchen, aber wir werden es schon schaffen, meine Freunde, mit ein paar Pipi-Pausen. Du hast ja die meiste Lebenserfahrung von uns, von daher sollte das kein Problem sein. Leute, macht Ihr euch wirklich nicht setzt ins euch Hemd. also am Abend des 19. Januars 1925 in Bewegung um 9 Uhr ungefähr. Ihr wollt die ganze Nacht durchfahren, das ist eine normale Probe auf Autofahren. Bei dir, Kilian Fink. Okay. Also gehst auf Skills und Also, klickst einmal hast du ja auf Autofahren. 150, oder? 90 hat er. Ich habe 90, glaube ich, ja, Drück mal auf die gehabt. 90 doppelt oder einmal, weiß ich gar nicht. Es dauert manchmal ein bisschen irgendwie. Auf die 90 klicken und dann Ein doppelt Doppelklick, mal. glaube ich. Ja. Ja, Doppelklick. Ich habe es ausprobiert. So. Nee, das. 74. Nee, Nee, aber das war das war. ich. Das war ich. Okay. Ich habe es nur ausprobiert. Ja. Das, Hat geklappt. hat geklappt. Oder nicht? Und Ja. Ich habe 90. ihr setzt euch also in Bewegung und 21 Uhr fahrt ihr los. Das heißt, um etwa 13 Uhr mittags kommt ihr am Squatters Lake Motel an. Da wolltet ihr doch hinfahren oder wollt ihr komplett Ja. durchfahren? Ja. Auf jeden Fall. Also, das Squatters Lake ist so ein abgelegener, bisschen abgelegener See. Das Squatters Lake Motel sieht so auf den ersten Blick ganz beschaulich aus. Es befindet sich noch ein kleiner, also so eine alte Siedlung, die ist aber offensichtlich komplett verlassen. Am anderen Ende vom See, sozusagen gegenüber der Seite vom Motel. Und da sind noch so ein paar alte Gemüsegärten zu sehen. Ja, dann Moment. Neben der Straße sind zwei Holzbalken in Form eines umgedrehten Vs aufgestellt worden. Und an denen hängt ein großes Schild. Und daran steht in weißer Farbe auf schwarzem Grund Squatters Lake Motel. Darunter ist ein weiteres Holzschild angebracht und da steht das Wort Vacancies, also Zimmer frei. In gelber Schrift auf rotem Grund. Und um den Ste See stehen so einige sogenannte Hemlock-Tannen, also so ein paar
Tannen halt im Wald. Das befindet sich sozusagen im Wald. Und manche dieser Bäume reichen auch bis an den See. Es ist insgesamt wirklich äußerst idyllisch. In der Ferne am See seht ihr einen Angler, der scheinbar sein Angelglück versucht. Und aus dem Wald hört ihr so einen, das Gezwitscher von Vögeln und sonst hört ihr eigentlich im Prinzip nicht viel. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Rezeption, oder? Tut mir leid, ich werde erstmal pinkeln müssen und danach, also ich werde hier mal einen dieser Okay, ich Bäume gehe schon mal hier vor. bewässern und danach werde ich zu dem Angler gehen. Ihr könnt ja schon mal reingehen, ich habe echt keinen Bock gerade. Schau du Okay. dich Schau du mal dich mal ein bisschen hier spulen. draußen Muss um. mich ein bisschen bewegen. Na Ich habe bin die klar. ganze Zeit gefahren. Was machst du, James? Ich komme mit. Ah, okay, ich habe dich nicht verstanden. Ja, dann lass uns doch mal reingehen. Ja, ihr Sehr geht gerne. also auf das Motel zu. Das Motel ist ein T-förmiges Gebäude. Die obere linke Seite des T geht zur Straße hinaus. Hier befinden sich auch die Rezeptionen, die seht ihr von dort sozusagen. Das Gebäude ist auf Stelzen erbaut, mit Holz vertäfelt und Das. besitzt sogar so ein Flachdach mit Veranden und Balkons auf beiden Seiten der Zimmer sozusagen. Ja, Okay, ja, genau. Ihr also geht also auf die wir gehen Rezeption rein. zu. Ja. Es ist, wie gesagt, so ein, also es ist jetzt nicht extrem luxuriös, aber der Zustand ist gar nicht so schlecht. Macht sozusagen die Tür auf und Moment. Auch in der Tür hängt so ein Schild mit den Worten Zimmer frei. Und über, also als ihr die Tür aufmacht, ertönt so eine Glocke, wie man das so kennt aus so einer Rezeption. Es riecht überall nach so, halt so nach den Nadeln der Tannen und insgesamt ist die Luft wirklich ganz frisch und herrlich und es ist wirklich eine Urlaubsstimmung. Der Raum auf der also bei der gegenüberliegenden Wand der Rezeption wird von einem breiten Holztresen gefüllt. Boden, Wände und Decke des Raumes bestehen aus lackierten Holzpaneelen. Nordwestlicher Richtung, also an der Ecke, seht ihr so eine Tür mit, so steht drauf nur Personal sozusagen. Und an der Wand befinden sich zwei Eberköpfe. Außerdem seht ihr an der Wand eine doppelläufige Schrotflinte Kaliber 20 hängen. Unter der Schrotflinte ist ein Schlüsselbrett, wie man das so kennt, aus Motels mit Schlüsseln. Einige dieser Schlüssel fehlen, sind also offensichtlich schon besetzt, einige Zimmer und andere Schlüssel hängen noch da. Auf dem Tresen selbst stehen zwei Öllampen. Es gibt nämlich kein elektrisches Licht, das ist ja klar, weil es so abgeschieden ist. Und es gibt einen Becher mit Bleistiften, eine kleine bronzene Glocke in Form eines Schwans. Und die Wände und zur linken und zur rechten des Tresens sind mit sehr, sehr vielen Nummernschildern von 1900, also von 1900 bis heute, also 1925, bedeckt als Dekoration. Ja. Gibt es da auch das Nummernschild AB1652? Ja, das könntest du dir angucken, das würde allerdings eine Weile dauern. Okay, dann möchte ich erstmal mit dem Rezeptionisten oder Der ist der gar nicht da, also einen Rezeptionistin Rezeptionisten sieht man noch sprechen. gar nicht. Ah, ja, dann gucke ich mir doch die Nummernschilder genauer an. Also du siehst kein Kennzeichen, was mit dem Kennzeichen von dem James Fraser übereinstimmt. Würfel mal bitte eine Probe auf Verborgenes erkennen. Ja, Moment, Skills, Verborgenes erkennen. Extremer Erfolg. Oh. Null. Ja, also dir werden auf Anhieb einige Sachen sofort bewusst. Du siehst einige staubige Umrisse an der Wand und merkst, dass dort offensichtlich Nummernschilder sozusagen gehangen haben müssen. Die wurden aber mit großer Sicherheit vor kurzem abgehangen.
Und das kann nicht so lange her gewesen sein, weil sonst hätte sich der Staub einfach schon wieder dort auf die Umrisse gelegt. Also, Ja. bist du sicher, dass innerhalb der letzten Tage jemand Nummernschilder hier abgenommen hat? Das ist Genau. alles. Das ist alles. Also die Nummernschilder, die da hängen, das scheinen auch Originale zu sein. Also das sind keine veränderten Nee, das Nummernschilder. sind Originale, genau. Okay. Was machst du, Marcel? Also, Ich schaue mich James. auch um wertvolle Gegenstände mal mir anzugucken, ob Also ich was in dem. die Glocke. dir fällt sofort die bronzene Glocke in das Auge. Ja, aber ich bin nicht dämlich. Ich werde die Glocke nicht klauen. Gibt es denn noch was anderes? Auf den ersten Blick nicht. Okay. Also bin ich Gut. dämlich. Kurze Du Zeit bist gar nicht später, da. also innerhalb von wenigen Minuten, Entschuldigung. geht die Tür mit einem leichten Knarren auf und die Welche Tür? Investigatoren, also die Tür hinter der Rezeption und wo privat drauf steht, und die Investigatoren hören jemanden mit englischem Akzent sagen: Einen Augenblick noch. Mit britischem Akzent Ja, oder? ein britischer Ja, Akzent, okay, genau. ja. Und man sieht sozusagen einen Mann mit der hier laut Beschreibung einen verwaschenen Blaumann trägt. Was ist denn ein verwaschener Blaumann? Das ist so ein Ein Arbeiteranzug, ja, so dieses mit dem dieses Hosenträgern. blaue, Ach ja, so, diese also. blaue Hose mit Hosenträgern, die Leute beim Autoschrauben oder so anhaben. Der hat volles weißes Haar und ein faltiges, hohlwangiges Gesicht, aus dem er die Investigatoren relativ freundlich anblickt. Willkommen im Squatters Lake Motel, sagt er. Ich bin William. Wie kann ich Ihnen helfen? Und jetzt machen wir einen kurzen Cut und gehen zu Fink. Fink ist ja mittlerweile damit beschäftigt gewesen, seine Blase zu entleeren. Das hat er erfolgreich Lange geschafft, Autofahrt. ohne Probe, und kann jetzt zu kann Dem jetzt Angler? zu dem Angler gehen. Ja, ich würde mich einfach mal daneben stellen. Und wenn es geht, ihn fragen, ob heute schon ein guter Fang dabei war. Moment. Der Mann, der dort angelt, ist ein großer, kräftig gebauter Mann in den 40ern, der einen schwarzen Anzug trägt. Du siehst, dass seine Nase irgendwie verbogen ist. Insgesamt wirkt er etwas verschlossen. Er guckt dich an. Na, nicht so richtig. Und wendet sich weiter dem Angeln zu. Das sind die merkwürdige Tage, oder? Kein Kann Fisch schon beißt, Menschen sein, ja. verschwinden. Kann schon sein. Irgendwas passiert hier in der Gegend? Nicht besonders viel. Nicht besonders viel, okay. Wir suchen einen Jungen. Davon was gehört, dass hier jemand verschwunden sein soll? Verschwunden? Ach, nee, nicht so richtig. Ich angel eigentlich hier nur. Ich treffe selten Leute. Okay, wo kommst du denn her? Jetzt hör mir mal zu. Ich will hier nicht plaudern. Wenn ich plaudern wollen würde, dann wäre ich in der Stadt geblieben. Ich bin hierher gekommen, weil ich einfach nur angeln möchte für mich. Also lass mich bitte in Ruhe. Okay. Okay, ich lasse dir deine Ruhe, aber ich komme noch mal auf dich zu, wenn ich noch mal eine gescheite Frage parat habe. Aber Wir sehen uns. meinst, wenn du eine gescheite Frage da parat hast, ja, okay. Bis dann. Okay. Ciao, ciao. Ja, Dann gehe ich vorne zur Rezeption oder versuche die anderen zu finden. und während du zur Rezeption gehst, geht das Gespräch mit Millie und James weiter und dem guten William. Ja, was kann ich für euch tun? Guten Tag. Ein Freund von uns
ist vor einigen Tagen nach Kingsport gefahren und wir fragen uns, ob er hier wohl eine Pause gemacht hat. Ich zeige dem Mann das Foto. Der guckt sich das Foto an. Kommt er Ihnen bekannt vor? War der hier? Nee. Also, ich kann Ihnen guten Gewissens sagen, dass ich mich nicht erinnere, diesen jungen Mann gesehen zu haben. Der soll hier durchgekommen sein. Nun, zwischen Arkham und Kingsport ist das einzige Hotel und ich bezweifle, dass er 2 Tage durchgefahren ist. Nee, tut mir leid. Allein. Also, der hat hier definitiv nicht übernachtet. Und ein James Fraser, kennen Sie den vielleicht? Habe ich noch nicht gehört, nein. Und das Nummernschild, was ich hier AB sehe. AB1652? Haben Sie davon schon mal gehört? Naja, also wir hängen jetzt zwar Nummernschilder auf, aber ich merke mir nicht jedes Nummernschild von Autos, die hier vorbeifahren. Ah ja, klar. Woher haben Sie denn die ganzen Nummernschilder? Das sind ja echt viele. Nun, mein Bruder und ich betreibe das Hotel mit meinem Bruder zusammen, aber der schläft den ganzen Tag. Er ist schon ziemlich alt. Wir haben dieses Hotel gekauft von dem Vorbesitzer und die Dekoration war ehrlich gesagt schon vorhanden. Wir haben sie aber übernommen, weil wir die ganz schick fanden. Könnten wir, also wir sind die ganze Nacht durchgefahren. Ich weiß nicht, ob wir ein Zimmer brauchen, aber könnten wir vielleicht hier eine Pause machen? Haben Sie vielleicht etwas zu essen, das wir kaufen könnten? Ja, mit Sicherheit. Wir haben Essen, wir haben auch Zimmer, wenn Sie ein Zimmer wollen. Zimmer 5 wird gerade von mir und meinem Bruder benutzt, aber Zimmer 1 ist noch frei, das hat 2 Einzelbetten. Und die Zimmer 4 und 8 haben jeweils Doppelbetten, wenn Sie eins davon haben wollen. Der Rest sind Einzelzimmer. Sie können im Prinzip jedes Zimmer haben, aber die Zimmer 6, 7 und 8 sind schon belegt. 50 Cent kostet es bloß, so gar nicht so viel für ein Hotel dieser Qualität. Was sagst du, James? Sollen wir hier auch übernachten? Also es ist auf alle Fälle ja brauchen wir eine Pause, ja. Ich glaube, Zimmer zu nehmen wäre nicht verkehrt. Okay, dann nehmen wir 3 Einzelzimmer. Oder ist es günstiger, ein Doppelzimmer und ein Einzelzimmer zu nehmen? Ach. James kann ja mit Fink in einem Zimmer schlafen. Das sollte kein Problem sein. Holt euch das Doppelzimmer. Ich werde im Auto schlafen. Ich schlafe auf jeden Fall in einem Einzelzimmer. Gut, wenn Sie so wollen, ich kann Ihnen entweder Zimmer 1 oder Zimmer 4. Wie war das nochmal? Zimmer. Sie können im Prinzip in Zimmer 5 schlafen Sie und dann sind noch andere Gäste in Zimmer 6 und 7? Richtig, 6, 7 und 8 sind belegt. Also 6, ich kann 7, Ihnen 8. entweder das Zimmer 1 mit 2 Einzelbetten vermieten oder das Zimmer 2 und 3 mit jeweils einem Einzelbett oder das. Nein, die restlichen Zimmer sind belegt. Zimmer 4 auch. Zimmer 4 ist nicht belegt. Zimmer 4 hat ein Doppelbett. Also entweder Doppelbett. Dann nehme ich Zimmer 3. Ich nehme Zimmer 3. Okay. Du gibst ihm die 50 Cent und er gibt dir einen Schlüssel für Zimmer 3. Muss ich mir jetzt irgendwo aufschreiben, dass ich 50 Cent ausgegeben habe? Nein, beziehungsweise es kommt so ein bisschen drauf an, ob das wie deine Finanzkraft ist. Moment. Also mein Spending-Level ist 10. Ja, dann kannst du sozusagen, dann kannst du das, also musst du es nicht angeben. Alles klar, okay. Also, das ist die Barschaft, die Schmerzensgrenze wäre das. Aber das hast du bei wie viel Dollar? Naja. Meine Schmerzensgrenze ist 10. Okay, dann musst du es nicht eintragen. Okay. Ja. Gut, dann habe ich jetzt mein Zimmer. Wie sieht's bei dir aus, James? Welches Zimmer nimmst du? Ich würde das erste Zimmer nehmen. Zimmer 1 mit den 2 Einzelbetten. Das kostet ebenfalls 50 Cent. Ich brauche Platz. Bin ich eigentlich schon da oder laufe ich da noch hin gerade? Er gibt dir den Schlüssel für Zimmer 1. Sehr gut.
Und gibt es hier auch einen Speiseraum oder so etwas in der Art? Also Nein, kochen Sie auch wir haben nur oder? die Veranda. Wir kochen auch mit Sicherheit, ja. Jeden Morgen gibt es auf der Veranda Frühstück. Ah. Und haben Sie jetzt etwas zu essen? Ja, es sind noch Reste vom Frühstück über. Okay. Ja, dann hätte ich da gerne was von. Und er gibt dir ein typisches British Breakfast. Mit Porridge und Sausages und Genau. ja, sehr schön. Sehr gut. Ich setze mich auf die Veranda und esse. Ach so. Ja, nee, Sorry. ich wollte nur sagen, das hätte ich auch gern zweimal noch. Und er gibt dir das ebenfalls. Kostet Ja. jeweils 25 Cent. Okay. Alles klar. Ja. Okay, ich gehe dann mal nach draußen und suche mal Fink. Ich setze mich auf die Veranda und esse was. Fink ist eigentlich schon da gewesen. Der steht sozusagen schon im Raum, sonst Also. hätte er das eben auch gar nicht sagen können. Ja, und ihr nehmt euer British Breakfast zu euch und an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut und beenden das Pen and Paper für heute. Ja. Schon. Ja, tut mir leid. Ja, was habt ihr für einen Eindruck? Sehr idyllisch hier am See. Wie hat's euch gefallen bisher? Bis jetzt sehr gut. Also ich finde, man kommt jetzt so langsam, also besser klar mit dem, mit diesem System, also diesem, du weißt schon, also dieses Programm. Und damit finde ich, ist es echt ganz cool. Also ich habe ja schon, sonst habe ich ja Pen and Paper oft über Skype gespielt. Und so gefällt es mir aber auch richtig gut. So finde ich es auch gut. Also ich fand den Anfang auch sehr, sehr gut, aber Ich finde es auch gut, toll, Mensch. wir haben davor halt 2, 3 Stunden gefühlt diese Charaktere erstellt und das war manchmal schon ganz schön Matsch und am Ende denkt man sich so, ey, das habe ich nicht hingekriegt. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Heute war halt so mal zum Einsteigen, mal so zum Ja, Reinkommen. das Und man stimmt. ist Ich war froh, dass jetzt man auch das hinter sich hat. gerade. Ja, also das fand ich auch. Der Charaktererstellung war irgendwie echt nochmal ganz schön viel. Aber ich bin auf jeden Fall heiß. Ja, gehen wir zum Arzt. Und was denkt ihr, worauf läuft es hinaus? Was sind so eure? Auf ganz viele Würfel habe ich das Gefühl. Wir werden alles sterben. Na, irgendwas muss hier im Hotel gewesen sein, ne? Ja, also ich denke, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt also als nächstes nachher das Hotel gründlich an und da wird schon irgendwas sein, weil ich denke, wenn jetzt der James irgendwie, also der wird ja nicht einfach einen Autounfall gehabt haben oder sowas, weil dann würde ja es ja keine lange Story geben. Und deshalb denke ich, wird irgendwas mit dem Hotel sein. Er ist tot. Wir haben ihn tot gefunden. Danke. Meint ihr, dass wir auch Geld kriegen, wenn wir ihn tot finden? Wir haben doch schon Geld bekommen. Ja, $200. Ja, Das was? ist doch Für die 1920er ist das doch mega viel, oder nicht? Ja, es ist schon extrem viel. Okay. Was heißt denn extrem viel in der heutigen Zeit? Wie viel Zwei ist denn das? Millionen. Na, ich 2 Millionen denke, denn? nee, Ach, was ist 8000 das? Mark. Also ich. 8000 Mark. 8000 Mark, das Also. sind ja 16.000 Euro. Oder 4. Weiß nicht so genau, wie die Umrechnung ist, aber ich denke, Inflation. $200 sind schon, weiß ich nicht, so vergleichbar mit 8.000 bis 10.000 Euro, denke ich schon. Weiß ich Und kann nicht. ich davon den Bar retten? Nein. Umrechnung. Kann ich mal googeln. Ich Doch, bin also auch du gerade. kannst zumindest Umrechnung. Dollar 1920 heute. Historischer Währungsrechner, Bankenverband. Also mir wäre es nur wichtig, dass ich ordentlich was klauen kann. Wenn ich nicht Und ordentlich was klauen kann, ist es ein gescheitertes Abenteuer für mich. Ich habe schon gewonnen, weil ich wollte so sehr Auto fahren und ich habe so sehr gehofft, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt. Und ich kann so viel Auto fahren, so schön.
Die 90 Punkte nicht fast gilt. 160 Punkte. Ja, ich wollte es sehr. Aber da muss man sagen, dass das auch geht. Von dem Programm ist natürlich auch ein Armutszeugnis, ne? Also ich denke, dass 5 und... Also wenn... Guck mal, die Übernachtung hat 50 Cent Sinn, gekostet. Dass es höher wird. Die Übernachtung hat 50 Cent gekostet. Ich denke, das würde heutzutage 30 bis 50 Euro kosten. Eine Übernachtung. Aber wahrscheinlich dann mit Essen. Also wenn man das Essen abzieht, vielleicht... Sagen wir mal 20 Euro, 25 Euro, dann würde das bedeuten, das sind im Prinzip mal 100 mal 50. Dann kannst du rechnen, 200 mal 50 sind in etwa 10.000 Euro, denke ich. Also wird schon so etwa 8.000 bis 10.000 Euro teuer sein. Ja, vielleicht kann ich davon meine Bar retten. Ja. Schon gut Geld. Ja. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe heute den Großteil des Tages irgendwie damit verbracht, dieses Programm irgendwie mir anzugucken. Und ich bin auch nicht so 100% überzeugt, aber ich finde so für, also die meisten Sachen werden dadurch einfacher, durch dieses Programm, finde ich. Insgesamt finde ich schon, vor allen Dingen, was echt cool ist, ich kann mir die ganze Zeit angucken, was ihr euch aufschreibt und was, also ich kann die ganze Zeit in eure Charakterbögen reingucken. Das ist schon... Ah, guckst du auch, welche Notizen wir uns ja, machen? Ja, ich kann und auch so? angucken, was ihr für Notizen macht, ja. Ja. Also das Äquivalent von 200 US-Dollar am 31. Januar 1925 ist 3.065 US-Dollar vom 2. April 2021. Gut, na also gut. Was, also 200 US-Dollar 1925 sind jetzt 3.000 Dollar. Also reicht noch nicht für eine komplette Barrenovierung, aber. Aber er hat mir den Kredit Anzahlung. Ja versprochen. Also genau. Es sind ja, wir wollen den Sohn immer noch finden. Gut, ich würde jetzt erstmal den Stream beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und Mitmachen.